Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und ey Leute, zu einem neuen Video. Heute ist meine Schwester mit dabei, die Sarah. In der Tat. Hallo. Ja, wir machen ein Let's Draw oder ein nachempfunden den Let's Draw. Ein Let's Draw Zeichen Dingens Zeichen Video. Los geht's. So, ich habe mir hier mal den Stuhl gekrallt und ich ziehe hier, wir haben hier ein paar Zettel wieder. Vorbereitet. Ich kann hier mal den Edding weglegen. Und was steht drauf? Da steht Lieblings-YouTuber drauf. Wir müssen jetzt unseren Lieblings-YouTuber zeichnen. Ach so, ich brauche einen Edding wieder. Zeichnen so, Sarah das rechte Blatt. Ja, hier, das meins. Und das hier und ich habe das hier. Lieblings-YouTuber, wir müssen jetzt einen Lieblings-YouTuber zeichnen. Los geht's. Ich kann gar nicht zeichnen. Ich auch nicht, aber egal. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Das wird eine Karikatur. Kann man bestimmt nicht erkennen. Voll die Missgeburt. Ich glaub mal, es geht voll. Das ist eine Beleidigung. Ich kann es mir denken. Ich weiß nämlich eigentlich, glaube ich, was da ist. Ich weiß gar nicht, wo der hinguckt. Also, ich bin fertig. Ich sagen, vielleicht habe ich noch Kennzeichen dafür. Ja, irgendwelche. Irgendwelche Merkmale? Nee, der hat eigentlich keinen Merkmal. Du bist aber nett. Ich bin sehr nett. Aber der hat keine. Naja, ich bin fertig soweit. Ihr könnt es ja dann in die Kamera zeigen. So. Das sieht aus wie ein Insekt. Okay, ich zeig mal in die Kamera. So, das ist mein Bild. Weg. Meins hier. Sehr schön gelungen hier. Okay. Das soll den runden Stuhl da nehmen. Okay, was denkst du, ist mein Bild? Ja, das ist klar, was das ist. Ja, und was? Das ist Paluten-Skin. Ja, ich hab's mir einfach gemacht, hab Minecraft gesehen. Und das, was ist das Ding? Ich habe. Hab ich nach einem, hab ich nach einem WhatsApp, nach einem hier, nach einem Instagram. Ich weiß nicht, warum der vier Arme hat. Aber. Ja, nicht vier Arme, das sind die Ärmel, das sind. Ach so. Ich dachte, das ist durch Arme. Also, ich hab. Ich erkenne es nicht, aber aus Erfahrung würde ich sagen, Herr Bergmann. Die Frisur, ja, ich wollte es irgendwie so darstellen. Der hat ja hier so ein. Ich weiß, dass es dein Lieblings-YouTuber ist. Vielleicht kennen wir uns dafür zu gut. So, ich mache es gleich wieder weiter. Nur das hier. Jetzt siehst du mal. Jetzt nehme ich mal die. Dann kannst du mal ziehen. Das hier. Oh, das sind mehrere von einem. Achso, nimmst du das hier. Bibis Beauty Palace? Ey, der Ernst? Immer Menschen. Schon mal Menschen. Weil ich so gut Menschen zeichnen kann. Bitte, Bibi, bring uns nicht um dafür. Oh Gott. Mal wieder mein. mein Männchen. Ja, was hat die denn? Und weiß ja jeder, was hat die denn für. Ich weiß, dass die ganz lange Haare hat. Ich muss dazu sagen, ich habe die eine Zeit lang sogar geguckt. Ich nicht. Eine gute Voraussetzung dafür, das zu zeichnen. Ich bräuchte natürlich jetzt einen blonden Stift. Ja, einen blonden Stift. Ich hätte den gelben genommen. Und wahlweise. Ah, ich habe eine Idee. So. Zack. Sieht man das noch oder verlegst du das? Nee. Ich habe bei Herr Bergmann, glaube ich, gar keine Augenbrauen gemalt. Oh, man hat gar keine Arme. Ein bisschen Rouge noch hier hin. Rouge, ey! der Rouge kann ich aber auch malen. Ein bisschen Schminke hier noch. Hier ein bisschen. Aber dafür ist mir für den Stift zu dick gezieht, das sieht kacke aus, aber egal. Das sieht doch gut aus! Was hast du denn?
Was hast du denn? Okay, darf ich eins zeigen oder bist du kannst fertig? Du deins zeigen? Das sieht ganz gut aus. Das ist meins. Sie sagt, sagt Julian. Okay. Weil sie den Namen von ihrem Freund immer so ausspricht. Und das ist meins hier schön. Ein bisschen Interpretation ist hier die Haare, die hat ja solche herunterhängenden Haare. Die hat jetzt keine gelockten, sondern solche glatten, also die glatten nicht Haare. Nicht herunterhängenden. Also die glatten Haare hier. Hier die Augen hat übrigens keine Pupillen. Die ist so ein Zombie, die richtig. Die übrigens ihr Profilbild sind solche. Kann ich jetzt mal einblenden, solche. Ihre Lippen mit einem Lippenstift, das ist ihr Profilbild. Stimmt. Das. Ich glaube, früher hatte sie mal Finger mit Nagellack oder so ähnlich. Und hier natürlich die Schminke, das hat ja man natürlich gesehen. So, nächstes Blatt würde ich sagen. Die hat nicht mal einen Scheitel bei mir, aber egal. Hat auch, glaube ich, gar keinen Scheitel, oder? Doch, die hat einen Scheitel. Mischen zum. Wow. Und wieder ein Menschen, oder? Mal gucken, ich weiß es nicht. Mal so. Ich habe eigentlich nicht so viele Menschen aufgeschrieben. Ich glaube, es war so mein einziger. Das sieht dann nach einem von dir selbst erfundenes Pokémon. Okay. Ich werf dir mal rum. Ist das verboten, wenn ich wenn ich ein Pokémon aus der 7. Generation zeichne, also das Pokémon Sonne? Das kennst du ja nicht und du denkst, du kennst ja Pokémon Sonne ja, und ich denkst, sagen, das ist ein. Das Einzige, was ich gespielt habe, ist Pokémon Go ein bisschen. Und Diamant und Platin. Heißt das so? Ja. Nee, du musst dich schon selber. Das heißt aber, wenn ich jetzt ein. Aber die Community kann ja kontrollieren, das ist ja stimmt. Ja. Also ein erfundenes Pokémon. Jetzt müssen wir es mal den Game Freaks. Also legen wir einfach mal los. Wir zeigen es mal den Game Freak-Entwicklern, dass wir bessere Pokémon entwickeln können. Aber also, ich muss erst mal überlegen. Ich habe mir noch nichts überlegt, obwohl es mein Zettel ist. Los geht's. Also, am besten was, dass es dir passt. Machen. Zwergen fürs Pokémon. Wie sieht denn das aus? Wie du direkt loslegst, ich brauche jetzt mal Überlegezeit. Dann wird so ein bisschen wie ein Pummellupf hier. So nehmen wir erstmal die Form. Natürlich. Ein bisschen Relaxo-mäßig so. Relaxo mag ich gerne. Ich bin so eine Relaxo. Keine Ahnung, ich glaube, ich wäre dick da, weil ich den am besten zeichnen kann. Also wenn ich mich als Pokémon malen würde, wäre ich dick da, weil ich den am besten zeichnen kann. Natürlich. Scheiß Zubatflüge. Ich mag gerne süß. Also wenn, dann muss mein Pokémon süß sein. Ich mag auch diesen, wie heißt denn der? Das sieht aus wie so ein geknolltes Seil. Das ist eine Missgeburt. Machen wir es ganz einfach. Braucht natürlich auch noch einen Schwanz. Kriegt dann hier Pikachus Schwanz. Die 8. Generation greift natürlich auch mal wieder hier Pikachus Schwanz auf. Ist dann natürlich die 8. Generation, also jetzt hier. So. Und ich werde bitte nie wieder über Game Freak Entwickler lästern. Oh, ja, ganz süß geworden. Okay. Also ich werde ab heute nie wieder über Game Freak Entwickler lachen. Wenn ich so. Nee, wenn du das gut animierst, dann sieht es vielleicht ganz süß aus. Ich zeig mir jetzt mal die Kamera. Das sieht knuddelig aus. Keine Ahnung, das ist einfach. Und wie heißt das? Knuddeluff. Das ist ein ganz erfundenes neues Pokémon. Und das na, keine ist, Ahnung, ich habe mir keinen Namen überlegt. Das ist dann hier oben, das ist hier, das besteht aus Dicta, aus Pikachu, Zubat und. Warum Pikachu? Achso, wegen dem Schwanz und hier, das ist so ein Pummeluff. Zubat hat keine Riesenhände, Zubat hat Flügel. Das sind keine Fledermausflügel. Es ist ein Zurei-Luff. Warum auch Luff? Das ist ein Zurei-Luff. Knuddelluff. Es ist ein bisschen Knuddelluff. Zurei. Das ist ein bisschen Knuddelluff. Hast du gerade gesagt, das ist ein bisschen Knuddelluff? Hast direkt mein Pokémon. Ja, ein Zurei-Luff ist das jetzt. So, Rückseite. Dann mitraten und dann ein bisschen. Was es ist, ja. Gucken. Ich ziehe jetzt was. Hoffentlich ist es dann was Eindeutiges. Auch kein Mucks dazu, Pokerface. Oh, ist wieder was von dir. Mhm. Okay. Nee, nicht dazu den Zettel legen, einfach irgendwo hinwerfen. Und jetzt sehen wir. Okay.
Also ich will wer errät mein, das, was ich zeige? das wird glaube ich, ja. Das Sarah zeigen, das ist kein Problem. Ja, super, danke schön. Jetzt haben alle hohe Erwartungen an mich. Naja, was ist jetzt? Jetzt zeigen wir jetzt hier beide das Gleiche. Jetzt habe ich die Kamera angeruckelt. Egal. Passt noch vom Bild her. Ich kann diese Ameisen nicht zeichnen, diese. Ameisen, im Ernst? Ameisen. Gibt keine falschen Tipps. Schlimm ist, ich wollte es mir eigentlich vorher nochmal angucken, aber jetzt habe ich es nicht getan. Ich weiß nicht, wie sieht denn sowas aus? Ja, naja. Wir haben beide das gleiche gezeichnet, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Spawn? Weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube ja. Aber wird mich nicht drauf verlassen. Deshalb lass mal. Ja, ich habe versucht zu retten, weil man erkennt nicht die Punkte als Punkte, weil die. Okay. Man erkennt bei mir diesmal nichts. Ja. Man muss das, glaube ich, nicht raten. Wir haben bei der Edgar gezeichnet. Ja, na, es ging um ein Minecraft-Tier. Egal welches. Ich habe eigentlich nur es aufgeschrieben, weil ich Edgar einigermaßen zeichnen konnte. Also dachte ich zumindest. So. Wenn es euch gefallen haben sollte. Bitte einen Daumen nach oben. Ja, Däumchen nach oben. Darüber würde ich mich freuen. Darüber würde sie sich bestimmt auch freuen. Ja. Ja. Nette Kommentare schreiben. Sie liest sich das durch. Die gehen ja, meine Schwester hier. Natürlich, ja. Sie guckt sich das dann nochmal an. Gerne mal über. Ja, ja, Abo dalassen, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr verpassen solltet außerhalb des Adventskalenders und Eggla Drim werden wollt und ja, es ist hier noch ein Video von einem niceen anderen YouTuber oder Let's Player eingeblendet. Das ist ja völlig durcheinander. Ich glaube, links ist da. Ja, im Video ist links hier. Also hier links, von meinem hier. Kopf. Hier. Ja, hier. Irgendwo hier müsste das jetzt sein. So. Hier. Genau hier. Machen wir das mal hier ein, okay? Genau dort werde ich es jetzt einblenden und rechts, also hier so, hier wird dann ein Video von mir erscheinen. Sarah hat leider keinen YouTube-Kanal, den ich hier verlinke. Beziehungsweise kann. Ich lade keine Videos hoch, ich like nur und kommentiere Videos. Du hast einen YouTube-Kanal, dann kann ich. Ja, ich mache aber keine Videos. Dann verlinke ich den mal in der Infobox da und dann. Sarah zeigt jetzt hier ein paar. Noch die lustigsten, besten Bilder. Also hier, Bennys Lieblings-YouTuber. Ja, und währenddessen kann ich ja mal sagen, schaltet morgen wieder mit ein. Ja, und seid beim 17. nochmal mit dabei. Und ja. Mein eigen gemachtes Pokémon, Knuddeluff. Das überdeckst du mich. Pech. Hier, Bennys Beauty Palace. Schreib mir meine Kommentare. Da du bei uns jetzt zu Gast warst in der Sendung, ein kleines Andenken. Ja. Das Adventskalender-Türchen hier. Ja, cool. Kannst du dir mitnehmen. Ah, ja, auf deinen Schreibtisch stellen. Und krass. Schön mit Autogramm drauf. Habe ich mir schon immer gewünscht, ein Autogramm von meinem Bruder. Ja, wunderschön. Und er ist so eine wunderschöne Tüte. Und natürlich auch den Nikolaus hier. Weil er auch schon Klaus bekommen hat. Ja. Ja. Und wunderschön noch den Nikolaus zur Adventszeit. Ja. Ja. Das sind zwei Geschenke, die jeder, der in meiner Show mit dabei ist. Werde ich mir auf jeden Fall hinstellen. Aber der Rahmen ist schön. Und dann gehabt euch wohl. Tschüss.